bedeutet, dass sie im Moment dich noch nicht so stark mit okkulten Menschen auseinanderzusetzen, sondern dich in die sich euch eröffnenden Energiefeldebenen einzuschwingen, Volker Tahakon. Die Kräfte lassen sich mit euch ein und geben euch Ideen und eine spirituelle Taktik, nach der ihr nach und nach verfahren dürft. Je lauterer ihr handelt, desto stärkere Energien, Götter, stehen euch bei und zur Verfügung. Das, was wir normalerweise als Götter bezeichnen, sind eigentlich Urenergien, die sich uns als Götter nicht zeigen, aber uns Ideen geben letztendlich, ja, uns unterstützen dabei. Ein gutes Beispiel ist, hat Anastasia dazu mal geschrieben, dass als Maigret auf Kreta war und er wollte eigentlich Buch schreiben und er kam nicht dazu, weil er ständig Störungen hatte, weil nichts wirklich passierte. Und er hat sich dann darüber aufgeregt, dass die Kreta immer davon sprachen, dass Aphrodite aus Kreta kam, also dass das eine Kreterin sei und diese Göttin, eine kretische Göttin. Und er wurde dann wütend und sagte, dann zeigt mir doch die Urenkelin der Göttin Aphrodite oder die Ururenkelin der Göttin Aphrodite. Und kurz darauf kam eine Frau zu ihm, die ihn unterstützte in jeder Hinsicht. Und vom Äußeren kam sie, also dieser Weiblichkeit, die Göttin Aphrodite darstellt, sehr nahe. Und sie hat ihm tatsächlich alle möglichen Wege geöffnet, hat ihm die Hindernisse beiseite geräumt, die ihn davon abbrachten zu schreiben. Und Maigret war dann sehr, sehr erstaunt, was da passiert ist. Er konnte es nicht ganz verstehen. Und er hat dann Anastasia später darauf angesprochen und die sagte zu ihm, du hast die Enkelin, die Urenkelin der Göttin Aphrodite gerufen und die hat sich auf diese Frau eingesenkt. Das heißt, ihre Energie dieser Frau geschenkt dafür. Und das können wir. Wir können also jederzeit Götter uns anziehen, die uns bei allen möglichen Dingen unterstützen. Und das meint hier auch Harkon, der sagt, diese Kräfte lassen sich mit euch ein, geben euch neue Ideen und eine spirituelle Taktik, nach der ihr nach und nach verfahren dürft. Je lauterer ihr handelt, desto stärkere Energien, Götter, stehen euch bei und zur Verfügung. Ihr braucht auch keinen Rückzieher machen, wenn euch mal ein Energiebündel spirituell mitteilt, er, sie, es, eine Abordnung von Krishna, Metatron, Henoch oder Trismegistos, lächelte Aristide. Diese Kräfte bildlichen sich euch in einem Maße, die euch vertraut anmuten. Wenn ihr diese seraphinischen Energiepopulationen annehmt, werdet ihr auch konstant zwischen belebend und lähmend unterscheiden können. Das heißt, wir können unterscheiden, was echt ist und was nicht echt ist. Also ich kann das inzwischen recht gut. Ich weiß, wenn ich Informationen bekomme, intuitiv, woher die kommen. Ja? Das eine belebt mich tatsächlich, da kommt so ein Wow-Effekt. Und das andere denke ich, nee, also das spüre ich, ja, das ist nicht stimmig. Also wir können uns dafür öffnen und im Laufe der Zeit kriegt man dafür ein Gespür, ganz einfach. Weiterhin gut, ja. Ja, vierte, fünfte Dimension nochmal erklärt werden. Ja, mache ich gerne. Also vierte Dimension ist da gehe ich gleich drauf ein, auf die vierte Dimension ist eigentlich die Dimension der Raumzeit. Und die meisten Menschen denken, die dritte Dimension wäre die schlimme, aber das ist sie überhaupt nicht. Die dritte Dimension, da sind wir
längst, wir sind nicht in der dritten Dimension, muss ich gleich nochmal dazu sagen. Wir sind in der vierten, weil während wir in der dritten Dimension könnten wir die drei Dimensionen nicht überblicken, aber wir können das, also sind wir höher. Wir können erste, zweite und dritte Dimension überblicken. Die vierte Dimension ist die Dimension der Raumzeit und das ist auch die Dimension des Chaos. Dieses ganze Chaos herrscht tatsächlich nur in der vierten Dimension, weil sich hier auch die Geister scheiden. Die vierte Dimension, Zeit bedeutet nicht nur lineare Zeit. Die lineare Zeit ist, wenn wir uns dieser unterwerfen, dann fallen wir ins Chaos. Was für uns wichtig ist, ist die qualitative Zeit zu erkennen. Also das, was wir haben, Simon und ich haben ja dazu mal eine Sendung gemacht zu dem Thema Kairos und Kronos. Ja, also Kronos ist die lineare Zeit, so haben es die Griechen bezeichnet und ich finde die Bezeichnung sehr schön. Und Kairos bedeutet eigentlich die Zeit, die nur ihre Qualität Zeit, die gar nicht in Minuten, Sekunden zu bezeichnen ist, sondern die einfach die Qualität da bedeutet, die wir führen. Und wenn wir die schon mal begreifen, kommen wir aus diesem Chaos, das Kronos untersteht, hinaus. Die vierte Dimension eröffnet uns auch den Weg in die feinstofflichen Ebenen und das ist das, was ich mit dem eben vorgelesenen Teil sagen wollte. Wir müssen so langsam lernen, die feinstofflichen Ebenen zu erkennen und wahrzunehmen und damit auch zu arbeiten. Das echte Verstehen, woraus sich Wissen ergießt, ist eine fröhliche Poesie liebender Schwingungen, die sich bei einigen Meistern des Wissens in humorvollen und tiefgehenden Lehren äußern. Aus einem derartigen Denken und Handeln klingt sich der bisher in einer Endlosschleife gefangene Menschengeist in eine spiralförmige Erweiterung höheren Denkens ein, das ihn über die rein materielle Ebene erhebt. Dieser Mensch beginnt zu begreifen, dass sich das gesamte Universum aus einer dynamisch-spiralförmigen Drehbewegung heraus manifestiert und diese Drehbewegung sich auch in kleinsten Partikelchen in jeder nur erdenklichen Energieform aufweist. Ganze Galaxien agieren nach diesem Prinzip und selbst in biologischen Organismen herrscht dieses Prinzip vor. All diese Zusammenhänge können Menschen jedoch nur begreifen und verstehen, wenn sie sich in ihren Ernsthaftigkeiten auch noch in die Schlitzohrigkeiten begeben. Der Weisheit ist Lohn dafür. Im Grunde sagt dieser Teil zwei Dinge aus. Und die haben alle mit der vierten Dimension zu tun, die so in dieses Erkennen der feinstofflichen Ebenen reinweist. Ja? Es ist noch nicht da, dass man damit vollständig agieren kann, aber man ist auf einem Weg dorthin. Und zwar, alles ist Wirbel im Universum, alles ist spiralförmig angelegt, alles. Sogar unsere kleinste Zelle entsteht aus Wirbeln. Ja? Das gesamte feinstoffliche Feld besteht aus Wirbeln. Und jede Forschung sollte niemals verbissen vorgehen. Das ist immer wieder dieser Humor. Man soll bei allem, was man tut, Freude haben, man soll lachen. Ja, und man soll auch, wenn man selbst mal auf einem geistigen Irrweg war, darüber lachen und sagen, okay, war ein Irrtum, das ist nicht schlimm. Ja, wir machen alle Irrtümer. Ich revidiere ganz oft Meinungen, die ich hatte, aber ich habe die auch nie verbissen vertreten. Dazu gehört auch zu lernen, alles erstmal zuzulassen. Wenn mir ein Gegenüber was sagt, was meine Meinung völlig konträr ist, kann trotzdem sein, dass da Dinge drin sind, die ich irgendwann begreife. Ja, das ist ganz wichtig für dieses Arbeiten in der vierten Dimension. Und je mehr wir in diesen Bereich kommen, zu begreifen, was ist das, umso mehr
erreichen wir die fünfte Dimension. Wir kommen aus diesem eingeengten Denken, was so zum Anfang der vierten Dimension noch ist, wo wir Kronos so unterstehen, diesen festen schematischen Dingen, also feste Uhrzeit und all diese Dinge. Ja, Kronos bedeutet mehr als die Uhrzeit. Kronos bedeutet nämlich, es ist dieses Schubladendenken, was wir haben. Dieses alles in gewisse Regeln, Zwängen und so weiter und so fort. Und da sollten wir rausgehen, unser Denken in Kairos begeben, also in Qualitäten. Wie ist das? Ja, wie kann ich mir... wie gehe ich über dieses Eingezwängte, über dieses Schubladendenken raus? Und die fünfte Dimension zu begreifen oder anzufassen, bedeutet zu verstehen, was mache ich mit meinen Gedanken? Ja, wie materialisieren die sich? All das. Das sind Dinge, die kann man lernen. Ja, vielleicht machen wir dazu mal eine besondere Sendung, Simon und ich. Das ginge jetzt hier zu weit. Aber Simon und ich machen zum Beispiel in diesem Monat ein Seminar zu diesen Büchern, wo wir genau auch Übungen machen, die tatsächlich auch in diesen Büchern beschrieben sind, die uns die Menschen in der Erde mal mitgegeben haben, wie wir dieses Schubladendenken, dieses festgelegte Denken verlassen können. Fünfte Dimension ist die Dimension des direkten Materialisierens. Das heißt, jeder bewusste Gedanke, der mit Gefühlen unterlegt ist, ist in der Lage zu materialisieren. Fünfte Dimension bedeutet auch, dass ich einfach mit allem um mich herum in Kommunikation gehe, auch mit der ganzen Natur, dass ich sie begreife. Und so weiter und so fort. Das ist die fünfte Dimension. Fünfte Dimension bedeutet, ich schaffe die Welt, die mir entspricht, die erschaffe ich. Und da kann kein anderes Wesen mehr eindringen in diese Welt, das dieser Welt nicht entspricht. Das heißt, ich wehre gleichzeitig all das ab, was mich im Beginn der vierten Dimension behindert. Dieses ganze System, es gibt keine Systeme mehr, man ist frei von all diesen Dingen. Das bedeutet vierte Dimension. So, wenn der Großteil der Menschheit Bioroboter sind, sind dann quasi alle Familien in irgendeiner Weise davon betroffen oder sind das bestimmte Familien, deren Nachkommen? Kann es sein, dass in einer Familie fast ausschließlich Bioroboter sind und dazwischen ein echter Mensch? Ja, es kommt darauf an, was du darunter verstehst. Also Bioroboter kann auch sein, dass man einfach das vergessen hat, dass man einfach noch nicht so weit ist, dass man das begreift, um was es geht. In jeder Familie gibt es sicher Menschen, die weit von dem weg sind, was wir sind. Das hat immer auch mit der Reife der Seele zu tun. Aber ein echter Mensch inkarniert nicht in einer Familie, wo keine echten Menschen sind. Auch die werden als Bioroboter bezeichnet, ja, weil sie eben wie Bioroboter agieren, obwohl in sie eine vollständige Seele haben. Nein, es gibt auch in Familien, Bioroboter, die meisten Bioroboter haben ja nur noch einen Teil einer Seele, was ganz furchtbar ist für sie. Da haben sich die Seelen aufgeteilt in tausende Menschen, Hunderte oder Tausende, ja, und die können auch in normale Familien inkarnieren, aber ich glaube nicht, eine bewusste Seele in solch eine Familie inkarniert, es sei denn, sie hat sich da irgendeine Aufgabe gestellt. Das hat dann mit der Aufgabe der Seele zu tun, dass sie da irgendwas aufräumen muss. Die Seele inkarniert ja nicht einfach zufällig irgendwo. Ja, sie inkarniert ja aus einem bestimmten Grunde
in einer Familie. Es ist möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich, sagen wir es mal so. Wahrscheinlicher ist es, dass einfach die anderen noch zu stark zugedeckelt sind, die da mit in der Familie sind. So würde ich das bezeichnen, ja. Bei uns in der Familie sind, die, also bis auf einen meiner Enkel, alle ziemlich wach. Und der eine hält uns für Verschwörungstheoretiker. Aber das ist geworden, er ist geworden erst so, als er anfing zu studieren. Die Uni macht da eine Menge, ja, dicht. So, zum Lesen brauche ich keine Brille, muss ich die absetzen. Mit Brille geht das bei mir gar nicht. Der Gral Christi. Zum Gral Christi sage ich jetzt erstmal noch einiges. Der Gral, wenn man vom Gral spricht, dann meinen die meisten, das ist irgendein Gefäß, wo das Blut Christi drin aufgefangen wurde. Nach den Aussagen oder nach den Unterlagen, die Alf da hatte und nach den Aussagen, die die Innerirdischen gemacht haben, war das nie ein Gefäß. Das Gefäß ist der Mensch selber. Und zwar der ursprüngliche Erdenmensch. Die Veden sind letztendlich der Gral Christi. Ja, in den letzten Wochen beschäftigte sich Alf verstärkt mit der Jesusgeschichte. Ist Jesus wirklich am Kreuz gestorben? Waren Jesus und Maria von Magdala verheiratet? Hatten sie Kinder? Was geschah mit Maria von Magdala nach der Kreuzigung? Und so weiter. Einiges Wissen darum hatte Alf schon zu Mola-Zeiten erworben, doch einiges war ihm noch unklar. Und er telefonierte dazu öfter mit dem ehemaligen Imperator des Ordens Herold. Sie verabredeten sich deshalb zu einem Treffen, zu dem Herold ihm einige Schriften aus dem Mola-Archiv mitbringen und wenn nötig übersetzen wollte. Alf und Herold trafen sich dazu in einer Hütte in den Alpen, etwas abseits vom Skirummel. In Alfs Tagebuch zu diesem Treffen ging es gleich mit den Abschriften los und nicht alle Abschriften haben mit dem Thema Blutlinien zu tun. Alf schrieb alles ab, was ihm Herold vorlegte, wenn ihn das Thema interessierte. Und jetzt kommt das erste Abgeschriebene. Das ist, war in, tatsächlich in Althochdeutsch geschrieben. Und da geht es um die Blutlinien. Zu den Blutlinien habe ich ja öfter schon mal was gesagt. Es geht eigentlich um diese ursprünglich irdische Blutlinie, die nichts mit Blut mit den Blutgruppen zu tun hat, noch, um nochmal drauf zu kommen. Ja, vielleicht erkläre ich es nochmal, warum. Die ursprüngliche Blutgruppe war tatsächlich die Blutgruppe 0 und es gab keinen Rhesusfaktor. Also 0 negativ ist die ursprüngliche irdische Blutgruppe. Aber durch die Vererbung, also die anderen beiden Blutgruppen A und B kamen von Außerirdischen her. Und durch die Vererbung gibt es da ein kann man sich darauf nicht mehr verlassen, weil A, wenn wir zum Beispiel sagen, jemand hat die Blutgruppe B, dann kann er BB haben oder B0. Es wird immer nur das B gemessen. Das 0 wird nie wahrgenommen. Das wird nicht mitgemessen. Ich versuche mal so aufzuzeigen, wie so ein Verlauf sein kann, wie man diese Blutgruppe weitergibt. Also eine Frau mit einer ursprünglich irdischen Blutgruppe, das wäre 0, lernt einen außerirdischen Mann kennen und der hat B und dann kann dieses Kind nur B0 kriegen. Es kriegt 0 bedeutet, ist immer nur beides 0. Sonst hat man von Vater und von der Mutter 0. Sonst kann man kein 0 haben. Bei B könnte man, wenn also dessen Eltern einer B hat und einer 0 hat, könnte das Kind B haben
Oder auch null, weil es von der Mutter auf jeden Fall null erbt und vom Vater entweder, wenn der B null hat, die null von einem Ahnen, oder, also wenn er B null hat, oder wenn er BB hat, kann er nur B vererben. Ich hoffe, das wird so verstanden. Ja? Das heißt, ein Kind von einem Vater, der B hat, und von einer Mutter, die null hat, kann sehr wohl null haben. Jetzt geht dieses Kind, die kriegen aber jetzt ein Kind, das B hat, dann hat dieses Kind auf jeden Fall B0, 0 von der Mutter und B vom Vater. Und dieses Kind lernt jetzt eine Frau wieder, also ein Junge, der lernt jetzt eine Frau kennen, die hat Eltern, wo auch ein Elternteil 0 hat und ein Elternteil A, kann dieses Kind, also wenn das AA ist, kann dieses Kind nur A0 haben, nur A erben und von der Mutter 0, also hat dieses Kind A0. Jetzt kommt dieser B0-Mann und diese A0-Frau zusammen, dann kriegen die Kinder, die können entweder AB haben oder A0 oder B0 oder 00. Also es kann alles vorkommen. Das heißt, das wird so vererbt, dass man nach der Blutgruppe im Grunde nicht gehen kann. Ich hoffe, das ist so angekommen, einigermaßen klar. So kann die Blutgruppen sind so vermischt, dass man aufgrund der Blutgruppe überhaupt keine Aussage mehr machen kann. Etwas anderes ist, und da komme ich auf die Blutlinien, das habe ich ja schon öfter gesagt, ich will es jetzt nur, damit hier vieles verstanden wird, nochmal kurz darauf eingehen. Blutlinie bedeutet, dass das restliche Erbe des Blutes, nicht jetzt die Blutgruppe, sondern im Blut ist ja noch mehr drin als die Blutgruppe. Das restliche Erbe, das Informationserbe vor allen Dingen, was wir ja mitnehmen von unseren Ahnen, aus der urirdischen Linie kommt oder eben auch von Außerirdischen. Deswegen gibt es hier viele Menschen, wo eben auch das vermischt ist, die Erinnerungen an Ahnen auf anderen Planeten haben. Ja, also auch hier gibt es ordentlich Mischungen, aber ich gehe jetzt mal auf die Ursprünge zurück. Hier auf der Erde gab es ja nur Null. Diese urirdische Blutlinie. Und die wurde später verändert oder teilweise verändert, nicht vollständig. Als hier die Außerirdischen ankamen, merkten einige, oder waren einige der Menschen, die ursprünglich hier auf der Erde lebten, skeptisch. Und die zogen sich zurück, die zogen sich in die Wälder zurück, die zogen sich in immer nördlichere Gefilde zurück. Und weil sie skeptisch waren. Es gab aber andere Menschen, die waren offen. Die gingen mit offenen Armen auf die Ankömmlinge zu. Und waren fasziniert von dem, was die machten. Sie waren fasziniert von dem, was die Priesterschaften dort alles trieben und haben sich davon völlig vereinnahmen lassen. Und wir wissen alle, dass Glaubenssätze unsere Genetik verändern. Das heißt, dass es jetzt zwei verschiedene Gruppen gab. Also die eine Gruppe, die reine vedische Ahnenerinnerungen haben und die auch noch all das konnten,
was unsere Vorfahren konnten. Also die konnten noch teleportieren, die waren telepathisch unterwegs und hatten noch ihre Anbindung an Gott, ihre direkte Anbindung an Gott. Das war die Gruppe, die sich zurückgezogen hatte. Und die andere Gruppe hat die ganzen Glaubenssätze der dunklen Außerirdischen aufgenommen und dadurch die eigene Genetik verändert. Das heißt, letztendlich verlernten sie viele Dinge, die die Urmenschen der Erde noch konnten. Also gab es zwei verschiedene Blutlinien. Das eine, die Urlinie der Erde, und das andere, die veränderte, die von Außerirdischen durch die Gedanken und durch die Glaubenssätze genetisch veränderte Blutlinie. Und Ausdehnung oder die Eroberungen der Außerirdischen immer weiter gingen, die hörten nicht auf, und die Urmenschen immer mehr in Bedrängnis kamen, fragten die damals Außerirdische, die vedisch lebten, ob sie den Menschen helfen können und dass sie sich dagegen wehren können. Sie hatten Urmenschen waren eher arglos in ihrer Form. Die kannten diese ganzen Raffinessen nicht, mit denen man Menschen regelrecht überfährt, weil das gehörte nicht zu dieser Lebenseinstellung. Und sie fragten also, ob man uns unterstützen könnte. Und die sagten, nein, das können wir nicht. Ihr habt sie eingeladen, ihr habt sie mit offenen Armen empfangen. Und wir können da nicht gegen vorgehen, wir müssen den freien Willen der Menschen akzeptieren. Sie haben dann aber vorgeschlagen, dass es möglich wäre, von einer Spezies, die noch nie von den Dunklen erobert wurde, weil sie eine Gabe haben, solche Dinge sofort zu spüren. Sie spüren jegliche Gefahr ganz schnell. Sie spüren, wenn etwas nicht echt ist. Ja, sie spüren all diese Dinge. Das ist für diese Spezies typisch. Jede Spezies hat ja bestimmte Fähigkeiten. Und diese Voltren, so hießen diese Spezies, die hatten tatsächlich die Fähigkeiten, Dinge einfach sofort zu spüren. Und man hat dann angeboten, dass eine bestimmte Anzahl von Menschen sich diese Voltring-Genetik aufpulsen lässt. Also man hat es nicht in die Genetik eingebracht, sondern man hat es oben aufgepulst. Ich frage mich aber keiner, wie das technisch geht. Es scheint aber gegangen zu sein, sodass wenn das nicht mehr gebraucht wird, man das auch wieder quasi abgeben kann, ja, diese Voltring. Genetik. Und dann gab es eben jetzt drei verschiedene Menschen auf Erden. Einmal die Menschen mit der Urgenetik, dann die Menschen mit der durch die Voltring-Genetik veränderten Genetik. Die hatten ja auch noch die Urgenetik, aber die hatten zusätzlich diese Voltring-Genetik. Und die dritte, die durch die dunklen Außerirdischen völlig veränderte Genetik hatten. Und als Alf dann, als Alf und ich dann überlegt haben, ja, wie bezeichnet er die? Er kann ja nicht immer sagen, die mit der Urgenetik oder die mit der Voltring-Genetik oder die sich haben mal verändern lassen. Da haben wir einfach gesagt, sag doch einfach A, B, C. Und das A ist die Spitze. Das waren quasi die Beschützer der Menschen mit der Urgenetik, die mit der Voltren-Veränderung, die haben wir dann einfach A genannt. B ist in sich geschlossen, das haben wir gesagt, das ist die Urgenetik der Erdenmenschen. Und C war offen für alles, ja? Die haben alles aufgenommen und dadurch ihre Genetik auch entsprechend verändert. So, wenn da jetzt von A, B oder C gesprochen wird, wisst ihr jetzt warum. Das ist keine Wertung oder sonst was. Das ist einfach nur eine Aussage, wie die Genetik aussieht. Ist es nachgerade nicht völlig irrwitzig, dass man solche Irrgeister, mit diesen Irrgeistern sind tatsächlich die Blutlinien A und B gemeint. Das werdet ihr jetzt feststellen, wenn ihr den restlichen Text hört.
dass man solche Irrgeister mit allen Mitteln der Technik und den Wissenschaften verfolgt, wenn sie dennoch irreal sein sollen? Nach was sucht die moderne Genetik nun wirklich im menschlichen Genom? Was zu finden, werden Milliarden ausgegeben? Und welches Genom ist so wichtig, isolieren zu müssen, wenn wir Menschen doch alle identisch sein sollen? Mir scheint die hektische Suche nach dem menschlichen Fingerabdruck eine vorrangige Suche nach eben jenem Genom zu sein, das den Beweis erbringt, dass doch nicht alle Menschen identisch sind. Und was soll es, die Menschen dann zu normen? Zu welchem Zwecke und vor allem, wem liegt daran so viel, dass dafür gemordet, gelogen, betrogen und ganze ethnische Gruppierungen geopfert werden? Ich sage in aller Deutlichkeit, da liegt der Teufel im Detail und er geht ein und aus in allen Häusern der Weltmächte und benutzt jene Geister, die grundsätzlich sich der Genetik bedienen, ohne von ihr betroffen zu werden. Das heißt, die Dunklen sind von dieser Genetik nicht betroffen, aber sie bedienen sich der Genetik. Aussage von Professor Chomsky. Ja, nochmal eine Aussage, die Jesus gemacht haben soll. Kein Gesetz ist größer als der wahre Mensch. Wer Gesetze macht, ist also entweder kein Mensch oder er will das Menschsein unter Satans Fuchtel stellen. Halte trotzdem die Gesetze der noch unwürdigen Menschen, um nicht aufzufallen. Denn diese Gesetze verstricken doch nur jene ineinander, die sie gemacht haben. Es ist das kosmische Gesetz der Resonanz. Der Weise weiß das. Ich bin der Menschensohn. Wer weiß es also besser? Es sagte Jesus zu Judas, um ihm das Gesetz zu erklären. Das ist das jetzt von Maria Magdalena, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Ich sandte an allen Enden dieser Welt aus, meine Sage zu hinterlassen. Das hat sie also gesagt, als sie schon in den Pyrenäen lebte. So sah ich im Volke meines Daseins, in dem ich jetzt lebe, weitere Völker meiner Blutsverwandtschaft. Es ist das Volk, von dem mein Vater Josef erzählte, er sei das Volk aus dem Urgrund Christi. So sandte ich Botschafter aus und sie kamen zur Kunde, dass das Volk der Speermenschen habe noch das Wissen um den Garten Eden. Oh, war ich erfreut um diese Kunde. Und es gab Botschafter, die mein geistiges Erbe in das Erbe des Blutes meines geliebten Meisters wussten. So gab ich denen das Recht und die Autorisation, im Namen Christi und mir das Wesen der Menschheit zu geben. War und ist es doch unser Zwillingsvolk, das nur vergessen, ob seine Ursprünglichkeit darbt. Ist es doch das Judasvolk, dass seinem Zwillingsbruder Jesus, meinem Mann und Gebieter, die Treue gehalten hat. So will ich auch, wie Elias es getan hat, dem Volke, das Deutsch spricht, das Heilige Reich Gottes angedeihen lassen. Zeigt, dass es ganz wichtig ist, dass wir was tun, dass wir ins Tun kommen und dass wir anderen Menschen auch aufzeigen, was man machen kann. Also ich komme immer wieder so in Gespräche, wo also auch so kommt, naja, das läuft ja alles schon. Ja? Das stimmt teilweise, ja. Die innerirdischen, da geht es auch, glaube ich, ein, zwei Seiten weiter von, sprechen da von diesem 144.000 Programm. Ich glaube mal, ob ich das irgendwo erreichen wie die kritische Masse, genau, gehe ich gleich noch drauf ein. Und das ist ganz wichtig, dass wir so viele werden, dass das verändert ist. Aber damals hieß es schon, dass es fast erreicht ist. Heute ist das längst überschritten, aber das bedeutet nicht, dass wir eben nichts tun dürfen, nichts mehr tun müssen. So, weil Kinder lernen und all die das nicht können, sind wie kleine Kinder, die halt noch Leute, Menschen brauchen, die ihnen das letztendlich vorlegen und vormachen. Das bedeutet nicht, dass das nur auf dem Landsitz geht. Anastasia spricht ja immer, wir sollen in den Städten erstmal aufräumen. Das ist, also Menschen, die da was tun, da kann ich nur den Hut ziehen. Ich selber möchte gar nicht in der Stadt wohnen und das machen. Diese Arbeit möchte ich eigentlich gar nicht machen und ich habe große Hochachtung vor denen, die das tun.
Ja. Ich finde diesen Aspekt, dass also darf ich mich einladen? Ja, ich finde diesen Aspekt sehr wichtig, das asurische Prinzip wieder in die Mitte führen. Ja. Ich spreche ja immer von der Aufgabe des Menschen und von dem Titel Mensch. Ja. Und der Titel Mensch hat eben genau damit zu tun, dass man die Wesenheiten, die eben nicht von Gott geschöpft wurden, sondern bereits vorher da waren, und nein, es waren andere vorher da, die andere Schöpfungen kreiert haben, das aber nicht an das Menschliche hineingelangt quasi, also jedenfalls nicht in den materiellen Teil. Und das Problem ist ja diese emotionale Ebene, die materielle Ebene. Das ist ja der Grund, warum die nicht zeugen können. Sie haben keine Emotionen dafür, sie haben nicht ausreichend Emotionen. Mhm. Wird ja eindeutig beschrieben überall. Ja. Und das heißt, dass, diese Geschöpfe, die dabei rauskommen, die können eigentlich nur durch den wahren Menschen lernen, auch wieder in den Grund zurückgeführt zu werden. Ne? Und Dr. Hamers Aufsätze würden dir zeigen, in Naturgesetz Nummer 5, alles führt zurück zur Quelle. Ja. Ne? Fertig. Alles. Und das ist für den Menschen, glaube ich, deswegen, und deswegen erwähnen sie es auch, und gerade speziell auch im Sinne zu Alf, weil Alf genauso wie alle anderen sehr dazu geneigt hat, die Asurischen dann zu verteufeln. Ja, genau. Und das Prinzip in die Mitte bringen heißt, es nicht abzulehnen, ja, sondern zu integrieren und zu sagen, ja, stopp, möchte ich nicht, aber ich zeige dir, wie es anders gehen würde. Genau. Ich nehme den Dialog auf. Genau. Ich lehne dich gar nicht ab, du kannst es nicht, das verstehe ich, aber ich würde dir einen anderen Weg zeigen. Funktioniert nicht super bei den Jungs, ne? Die sind ja nicht sehr zugänglich, aber das heißt, in mir muss ich es in die Mitte bringen. Wenn ich es ablehne, lehne ich alle Vorfahren. Für die Forscher habe ich ein Video gemacht, extra dafür, zu dem Thema. Also alles andere würde ich ja, führt dazu, dass ich mich von Gott entferne, weil ich meine eigenen Vorfahren, die da mit Sicherheit irgendwo drin sitzen, auch drin sitzen, ablehnen würde. Verstehst du? So, also vielleicht ist es nicht bei jeder Linie der Fall, dass da ein Asura drin hängt, aber es ist ziemlich, also wie wahrscheinlich es ist sehr, also auch Alf hatte asurische Inkarnationen, also, ja, also in den Feldern, sagen wir es mal so. Und die würde ich dann auch ablehnen, und das ist ein spezielles Problem, dass ich dann auch nicht mehr zu Gott zurückführen kann. Ja. So, ja. Das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Ja. Ja, und in dem nächsten Kapitel hier geht es dann auch weiter, so in dem Bereich, da fragt Alf dann zumindest, ob es ein Unterschied ist, ob das die Raptors sind oder wir, die hier was ändern, so quasi. Ich hatte einige Fragen betreffend der Reptogenesis. Diese ist in unseren Bibelschriften nur am Rande vermerkt und ziemlich falsch gegliedert. Man hat sie in der Jakob- und Esau-Geschichte eingeschoben, was jedoch unsinnig ist, weil sie lediglich auf den Betrug zwischen den beiden Spezies hinweist. Dieser Betrug müsste, das ist jetzt die Antwort, dieser Betrug müsste insgesamt ans Ende der ersten Genesis verfrachtet werden, bestätigte Mordechai meine Erkenntnis. Ihr lebtet bis zur zweiten Genesis gleichsam miteinander in vedischer Natur, bis Asurische euch aufsuchten und das Wirrwarr schufen. Wenn überhaupt von der Menschwerdung gesprochen wird, dann betrifft sie sämtliche Spezies zusammen, egal welcher Grundgenetik, abgesehen von den Wesenheiten, die nicht zur Ursprungsschöpfung gehören. Ja, sind wir wieder bei dem Thema. Also eine Rasseunterscheidung ist also insgesamt völlig unwichtig, folgerte ich. Genau, zumindest wenn es um das Schöpferwesen an sich geht. Euer Altes und Neues Testament berichtet sowohl von Homo Reptikus als auch von Homo Sapiens, und zwar vielfach wahllos durcheinander, weil es generell drittrangig ist, wer denn nun wann und wo Fehler gemacht hat. Beide habt ihr im fliegenden Wechsel Gutes wie Schlechtes veranstaltet, mal gemeinsam, mal gegeneinander und mal in einem friedlichen Miteinander. Und jetzt fängt Herold an zu erklären. Die bei den Römern in Palästina eingesetzten Germanen, Gallier und Teutonen waren maßgeblich beteiligt an der nordischen Verbreitung der Lehren Christi. Mehrere Gruppen sorgten für Maria Magdalenas Flucht nach Gallien, die Josef von Arimathea finanziert hat. Die Nachkommen Jesu wurden in Südfrankreich sesshaft unter dem Schutz der sogenannten Longischen Barden. Das waren Barden aus den unterschiedlichsten Volksstämmen, die sich für eine bestimmte Aufgabe zur Verfügung stellen. Da habe ich hier eine kleine Bemerkung dazu gemacht. Im Althochdeutschen bedeutet Longelt Lohn. Longisch bedeutet also, dass diese Barden
das gegen eine Belohnung machten. Die lebten davon, dass sie solche Dinge machten. Ja. Das heißt nicht, dass sie Geld bekamen, sondern sie bekamen ihr Auskommen darüber. Später nannte man sie Langobarden. Diese longischen Barden waren Wissende um die ursprünglichen Blutlinien und sie bildeten aus einem ausgelesenen Teil von Blutlinien das Geschlecht der Mehrkreisgeflügelten. Mehr ist Geist, Kreis ist Gemeinschaft und Geflügel ist Botschafter des Wissens, die Merowinger. Die B, Merowinger waren fast alle B. Die longischen Barden oder Langobarden gehörten der zweiten ursprünglichen Blutlinie an, sie waren A. Die Enzyklopädie Germania, das Deutschtum aus dem Heiligen Reich Gottes von 1892, beinhaltet ganz deutlich diese Chronik, erklärte Herold. Im Spätmittelalter übernahm ein Zweig der Welfen den Schutz dieses Geheimnisses und sie gaben es weiter an einen bestimmten Clan einfachen Adels Spaniens, den Hidalgos. Bei allem koordinierte der Mola alles und gab Originalaufzeichnungen nie heraus. Einige Hidalgos gingen in die neue Welt, nach Südamerika und nannten sich Argentumia. Daraus leitet sich das spätere Argentinien ab. Jetzt weiß ich, warum viele Deutsche in Argentinien leben. Ja, das erklärt sich daraus. Und jetzt fragt Alf, was ist die Priorisation nun tatsächlich? Also die Priorisation behauptet ja, dass sie die Behüter von Jesus oder dieser Wahrheit sind. Ja? Die Jesus-Beanspruchung aus seiner David-Linie heraus, die allerdings nur väterlicherseits besteht und nicht mütterlicherseits. Das hat die väterliche Seite ist die Seite, die die Priorisation mal gegründet hat. Nicht die mütterliche Seite. Und damals war tatsächlich die mütterliche Seite die ausschlaggebende. Das ist, glaube ich, von Volk zu Volk auch noch unterschiedlich. Ja, kann sein, aber hier geht es vor, dass also ganz früher immer die mütterliche Linie als die ausschlaggebende galt. Weil in einem der Bücher steht das auch, bei den Wegen war das so. Gemäß den kosmischen Gesetzen ist die Mutter, die Mutterlinie die wahre Erblinie, die die Juden willkürlich verkehrt haben. Man kann sagen, Jesus war im Grunde ein Bindeglied zwischen Juden und Heiden. Wenn wir das mal religionspolitisch betrachten, denn seine Mutter Maria war eine Heidin, eine Wedin. Und so hat Jesus auch agiert. Er zerriss die Kluft zwischen Juden und Heiden und prangerte die Auserwähltheit an. Er wusste um seine legitime Abstammung vedischen Urgrunds. Seine Apostel wurden nach zweierlei Maß aufgestellt. Die Apostel zu seiner Rechten waren A, die zu seiner Linken waren Korrespondenten, die wohl ersten Journalisten der damaligen Zeit, lächelte Herold. Wer die Tafelregeln kennt, muss sich fragen, warum Jesus nicht an der Stirnseite saß oder eine Runde bildete. Die Antwort: Er zeigte damit erstens seine Autorität, zweitens seine A-Barden und drittens seine Botschafter aus verschiedenen Völkern, Korrespondenten. Ursprünglich nahm Maria Magdalena an der Tafel die dem Jesus gegenüberliegende Sitzhaltung ein, inklusive der 12 vorhandenen weiblichen Jünger. Diese durften jedoch ab dem 4. Jahrhundert nicht mehr verbildlicht werden. Ja, die Frau hat völlig rausgenommen. Sie siehst ja heute noch. Also Da Vinci siehst du die auch heute noch. Oder nicht mehr als gemalt, doch Da Vinci, ne? Ja. Ja. Der oberste. Ja, man sagt sogar, dass das Johannes-Evangelium von Maria Magdalena gewesen sei. Jetzt behauptet man ja. Man behauptet auch, Johannes war Maria. Ja, genau. Er hatte sie auch so lieb, ihm. Ja. In den vorchristlichen Zeiten findet sich im Alten Testament ein weiterer großer B, Vorinkarnation von Jesus, der Pharao wurde, Josef. Von ihm gab es weitere, Daniel und vor diesem der vedische Skythe Hammurapi der Erste. Gesichert ist, der A- und B-Grundsatz ist volksunabhängig. Das heißt, es gibt durch alle Völker A's und B's.
fragt Alf, ob also unter uns, also unter dieser Gruppe, eventuell ein Drittgeborener Asura sich befindet. Und dann sagt Ylur, nicht unter euch, aber ein paar versuchen es schon, sich einzubringen, unbewusst und magisch angezogen von eurem Energiefeld, das sie gerne erforschen und anzapfen wollen, konstatierte Ylur. Doch das passt nicht wirklich. Dafür gibt es andere Aktionsebenen für diese asurischen Lichtsucher. Es obliegt auch gar nicht eurem Aktionsfeld, diesen Lichtsuchern unmittelbar zu helfen. Dafür gibt es Lichtarbeiter, die sich dafür kennzeichnen. Stimmt es, wie ich unsere Aufgabenbereiche sehe, fragte ich ihn. Ich erzählte ihm meine Vorstellung davon. Das heißt, es ging bei unseren Aufgabenbereichen ging es tatsächlich um Alf und mich. Du siehst es richtig, nickte er. Jeder von euch arbeitet in seinem Beruf gewohnt weiter und muss nicht nach anderen oder besseren Aktionsflächen suchen. Also geht nicht nur um Alf und mich, im späteren Stück ja, aber in dem Bereich noch nicht. Da geht es um alle, die in der Gruppe waren. Macht euch keine Gedanken, wie ihr sinnvoller agieren könnt. Es hat schon seinen Sinn, worin ihr derzeit eingebettet seid. Wenn es Sinnerweiterungen geben wird, kommen diese rechtzeitig hinzu. Allein eure Gedanken und Tätigkeiten führen euch weiter, so wie es für euch stimmig sein wird. Freut euch über das, was offen steht, denn das ist schon viel mehr, als andere jemals zu erreichen wissen. Und genießt euer Leben. Denken und Selbsterkennen in Verbundenheit und Humor. Da weist er ja immer wieder drauf hin. Wir sollen nicht so in dieses Kämpferische gehen und vergessen, wirklich das zu tun, wofür wir hier sind. Also die Materie auszukosten. Wir müssen noch einen Konsens finden, wie wir miteinander umgehen können. Wobei ich glaube, auch ihn bereits erkennen zu können, warf ich ein. Es kommt gar nicht darauf an, wie jemand etwas rüberbringen kann oder auf das, wie wir Einzelnes auch anzunehmen bereit sind. Wenn wir es schaffen, alle Bewertungen von den jeweiligen Aussagen abzuhalten, also das Ausgesagte nackt und wahrhaftig existent zu betrachten, finden wir in wenigen Worten enorm viele Erkenntnisse, um sie miteinander verbinden zu können. Also versucht, selbst eure eigenen Werte in einer Wissensweitergabe rauszulassen. Es müssen nicht die Werte von anderen sein. So ist es, Alfons, lächelte er. Keinen Angriff sehen, sondern die pure Information herausziehen. Dazu ist es vorrangig, mit klaren Sinnen die Information nicht als etwas Personifiziertes zu achten, sondern ausschließlich als Anhaltspunkt zum Begreifen der kosmischen Liebe, die kompromisslos für alle Lebewesen gleichsam in Hülle und Fülle vorhanden ist. Das ist sehr schwierig, wenn also jemand einfach eine klare Sache vor uns ausbreitet, dann beziehen wir die sofort sehr schnell auf uns. Auch ich neige da manchmal zu. Und das sollten wir versuchen rauszulassen, weil wir dann uns selber eine Chance nehmen, weiterzukommen und Dinge auch aufzunehmen, die wir im Augenblick vielleicht sonst nicht aufnehmen können. Wenn ihr überhaupt Kompromisse eingehen wollt, dann bitte innerhalb der kompromisslosen Liebe und Weisheit Gottes. Denn das sind Kompromisse der Freiheit des rechten Forschens im Universum. Wow, entfuhr es mir. Das hat jetzt gezündet. Dahin langt kein asurisches Wesen und kein kriegerisch veranlagter Geist, schmunzelte er. Aber alle wenig angehauchten Menschen schon, selbst wenn das manche von euch noch bezweifeln. Es ist so. Bin ich nicht auch kriegerisch veranlagt, warf ich ein. Nein, lachte er. Das hast du dir nur als Programm eingeredet. Deine Seelensignatur reicht viel weiter zurück, als du jetzt in der Lage bist, nachzuvollziehen. Auch das wird dir noch kommen, wie eben auch allen anderen im Clanwesen vedischen Ursprungs. Je gelassener, verurteilungsloser und einfacher ihr euch wieder zu begegnen lernt, desto machtvoller wird sich euch die kosmische Wahrheit wieder einprägen. Es ist tatsächlich wieder an uns.
Also das azurische Dunkelprinzip wird von euch selbst bereits mit ausgeleuchtet. Wenn ihr weiterhin so bewusst mitarbeitet und dabei trotzdem Gelassenheit und Freude aufrechterhaltet, werden die Dunkelkräfte euch bald nichts mehr anhaben können. Christa ist in sich selbst dahingehend schon lange sicher. Du wirst immer sicherer und alle anderen zieht es in eure Sicherheit hinein. Wir werden generell in die Akasha-Sicherheit gezogen, wenn wir es als das einzig natürliche Kraftfeld Gottes zum Leben annehmen, bis in jede Körperzelle. Da arbeitet zurzeit jeder Einzelne von euch mit. Wie ist nicht zu bewerten. Dass es geschieht, ist zu erleben. Und nur darin findet sich der Beweis für euer rechtes Tun. Es bewegt sich viel, ja, konstatierte ich. Kein einziger von uns kann behaupten, er sei davon nicht berührt. Und wie berührt und gerührt und aufgewühlt ihr seid, lachte er locker. Das schweißt doch geradezu zusammen, hm? Das kann ich dir aber flüstern. Der Mensch wird zu dem, was er geistig ansteuert. Zeit ist dabei nur ein Faktor, es sich auch innerhalb der Vernunftsfeldebenen planen und ausarbeiten zu dürfen. Das Erleben als Menschenwesen ist wahrlich ein Geschenk Gottes, wenn man es einmal für sich so ergriffen hat. Wir alle sind ergriffen von Gottes unendlicher Größe. Und es ist diese Ergriffenheit, die uns Menschenwesen zu immens großen Wesenheiten macht. Größer und demütiger noch, als es jemals die Engelhierarchien empfinden können. Nur die Seraphinischen sind mächtig, dies zu be- und ergreifen. Deshalb stehen sie alleine auf der Seite des Vedischen, der einzigen Wahrheit göttlicher Wesenhaftigkeit. Und deshalb bist du auch so sicher in deinem Wissen und Erkennen falscher Götter, Engel und Lichtwesenheiten. In dir zündet immer dann die Wahrheit, wenn sich Lüge und Verblendung in eure Erkenntnis mischen will. Dann werde ich aber bärbeißig, sagt Alf. Ja, ist nicht gerade gut für meinen inneren Frieden. Aber da hast du genau zu dem Thema gerade eine Frage. Aber mach mal da rein. Ja, nee, das war's eigentlich auch. Aber das ist ja eigentlich ein schöner Mann. Also, da steht halt, in letzter Zeit werde ich sehr oft aggressiv, weil ich viele unwahre Dinge sehe. Das missfällt mir selbst. Ich sollte lieber danken, dass ich es überhaupt erkennen kann, oder? Ich werte zu viel. Nein, also werten ist ja richtig, wenn das, du diese Wertung nur für dich selber nimmst. Ja? Das Problem ist, dass wir dann anfangen, das auf andere zu überziehen. Und das dürfen wir auf gar keinen Fall. Also wir fangen an zu verurteilen. Ja, zum Beispiel. Ja, aber auch ich hatte jetzt die letzten zwei Tage wieder eine Erkenntnis, ja, weil musste ich auch dran denken, ja. Bei dem Stück, was du vorgelesen hast, musste ich auch dran denken, was du geschrieben hast. Nee, das meine ich jetzt gar nicht. Ich meine noch was ganz anderes. Es war im Talisform tatsächlich. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass ich mal wieder zu viel voraussetze, ja, und Dinge schreibe, die andere gar nicht annehmen können. Und weil es derzeit sie nicht ihr Weg ist, einfach, vielleicht. Ja, ich will das gar nicht werden. Sie gehen derzeit einen Weg, der für sie richtig ist. Ja, jeder geht ja allein um seine eigene Geschwindigkeit. Ja, vielleicht gehen sie dann diesen anderen Weg ja so intensiv, dass ich da nicht mehr folgen kann. Verstehst du? Ich stelle mich nicht darüber, dass ich mehr weiß. Ich verstehe von einer Sache vielleicht mehr als andere. Und wir müssen auch gelassen bleiben. war eine wirkliche Schule für mich, ja, gelassen bleiben und einfach sagen, okay, dann ist das jetzt nicht dran. Und das einfach, also für jemand anderen, und ich kann keinem anderen etwas überstülpen, wofür er nicht bereit ist. Was ist unser Leben, wie leben wir das praktisch, weil auch die Frage war ja, wie macht ihr das, was bringt euch das praktisch? Ne? Ich glaube, wir haben ein ganz anderes Leben, als ihr euch das vorstellen könnt. Das bringt uns sehr viel praktisch, wir leben das. Wenn ich kein Wasser habe, frage ich nicht nach einem technischen Problem, sondern ich frage das Wesen, warum nicht? Also wir haben keinen Anschluss an die Wasserleitung des Ortes. Wir haben also eine eigene Quelle. Und die versiegt, also manchmal ist kein Wasser da und es hat immer einen Grund. Und dann kriege ich eine Antwort. Und ich stehe in meiner Quelle, also und frage nach dem Grund.
und dann kriege ich eine Antwort und dann sage ich, ja, Entschuldigung, den kann ich jetzt gar nicht beeinflussen, also wirklich überhaupt nicht. Ich habe ihr auch sehr viel Mühe gegeben und dann sagt sie, ja, das stimmt, hast du gemacht. Und dann fasse ich da rein und habe Wasser. Dann braucht mir, ich kann das nicht beweisen, das interessiert mich aber auch nicht. Weil ich mache etwas, ich mache Wasser. Ich frage ein Wesen, warum nicht, kommuniziere mit ihm und habe wieder Wasser. Warum das funktioniert, interessiert mich überhaupt nicht. Und ob du mir das glaubst, interessiert mich auch nicht. Aber ich lebe es ja einfach nur. Fertig. Ich habe ein anderes Leben. Ich gehe anders an andere Dinge dran. Das ist auch so ganz praktisch, wenn ich bin ja auch recht faul und man kann ja dann auch irgendwelche Naturwesen bitten, irgendwelche Probleme für sich zu lösen, weil man da mal gerade. Ja. Aber also wir haben aber dieses Thema auch ganz oft im Coaching und dann kommt immer, ja, ich würde gerne wieder fühlen oder ich würde gerne wieder das oder ich würde gerne wieder, wie kann ich da meine Intuition stärken? Und die Frage ist einfach immer nur, okay, wie viel glaubst du denn davon? Also, wie viel beachtest du denn davon? Und da können wir Herzmauern aufräumen und wir können Dinge tun, wir können alles machen. Und solange kein praktischer Nutzen da reinkommt, solange kein praktischer, okay, dann hör doch mal auf deine innere Stimme. Ja, aber die sagt, ich sitze im Büro und ich soll hier weggehen. Ja, dann tu's. Abmarsch! Fertig, das war's. Du bist durch mit dem Job. Ne? Und dann würde dein Unterbewusstsein auch wieder in der Lage sein, mit dir zu kommunizieren. Weil wenn es mit dir kommuniziert, egal welches Naturwesen, ob da, du oder wer auch immer, und du hörst die ganze Zeit nicht zu, ne? Auch schöne Informationen, aber ich mache, was ich will, dann hören die auf. Die hören einfach auf. Fertig, dein Inneres hört auf, die Naturwesen hören auf, alle hören auf zu kommunizieren, weil die hört dann zu. Wozu soll man denn dann Luft verschwenden? Oder? Aber man kann ganz, wenn die einmal mitkriegen, du hörst zu, ist das auch sofort wieder so, da. Dann kann man das auch wieder trainieren, dann kann man das auch alles machen. Aber ich kann nichts. Wenn ich es nicht trainiere, brauche ich es nicht tun. So. Es ist einfach unglaublich. Also ich mache das 15 Jahre lang und dann kommen Menschen und sagen, ja, ich mache jetzt Landsitz und dann mache ich jetzt, also das mache ich jetzt einfach. Ich kann das alles. Ich baue mir da ein Haus hin. Hast du schon mal ein Haus gebaut? Nee, aber das kann nicht schwer sein. Das ist ja Quatsch, das kann nicht schwer sein. Und dann die Quelle, die bohre ich an. Aha, wie bohrst du eine Quelle an? Schon mal gemacht? Nee, aber das kann man ja nachlesen. Nichts kommt dabei raus, weil die Handlungsebene so gar nicht vorhanden ist. Und das hat es mir gebracht, dass die Handlungsebene komplett vorhanden ist. Alles das, was ich erzähle, habe ich ausprobiert. Und ich erzähle eine Menge Zeug. Den ganzen Tag. Wirklich, ich erzähle unglaublich viel Zeug. Und alles das habe ich ausprobiert. Und deswegen weiß ich nicht, wo der Unterschied zwischen meinem Leben und eurem Leben ist, aber ich glaube, alle Menschen, die uns besuchen, stellen fest, dass es irgendwie anders läuft. Dass es einfach irgendwie anders läuft. Und es geht nur übers Tun. Und das ist übrigens das wäre mein Schlusswort. Was hat mir das gebracht? Ihr könntet genauso gut die Anastasia-Bücher lesen, oder besser. Vielleicht sogar, weiß ich nicht. Aber da ist ja die absolute Praxis drin. Ne? Also wenn sie ja was kann, dann Praxis. Ne? Und das muss man einfach nur durchführen. Einfach nur machen. Und man braucht keinen spirituellen Hintergrund dafür. Man muss nichts wissen, man muss kein Buch gelesen haben sonst, und man muss es einfach nur machen und kommt automatisch zurück zu Gott. Automatisch, fertig, der Weg ist vorprogrammiert. Ohne irgendwas zu wissen. So. Und das hat es gebracht. Der Mensch ist Handlungsebene, Mensch ist nämlich Materie. Das ist das Wichtigste, die wichtigste Information ist, der Mensch ist Materie. Und ihr seid nicht der Herr über geistige Felder, seid ihr nicht. Ihr seid der Herr über die Materie, über Emotionen. Emotionen sind nämlich Materie, sind magnetisch, sind messbar. Die sind Materie. Und das Einzige, was ihr könnt, ist Emotionen in Perfektion. Und damit Materie, 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 Handlungsebene. Und jede spirituelle Richtung, die ihr euch so rauszieht in geistige Welten irgendwo, habt ihr nichts verloren. Könnt ihr. Aber da sind die euch überlegen. Und da flüstern die euch überall ein. Und alles das steht in Thomas' Büchern.